Leute, und willkommen zu diesem Video. Wir sind hier gerade in Hamburg am Flughafen und wir fliegen jetzt nach Paris. Ihr fragt euch jetzt gerade wahrscheinlich, wir? Hä? Wer ist da noch dabei? Das ist Tim. Jenna! Ihr werdet später noch mehr über Tim erfahren, aber später. Wir fliegen jetzt nach Paris und das Wochenende werden wir im Disneyland sein. Disney hat uns eingeladen. Schaut aus an Disney an dieser Stelle. Vielen Dank. Boarding ist ungefähr in 10 Minuten. Das ist das erste Mal, dass du fliegst, oder? Ja, das erste Mal. Bist du nervös? Ein bisschen. Yeah. Hurry, Scott, go! I need someone who's gonna do it all. Give me love like it's the only thing I really want. She ain't playing hard to get. Wie war dein erster Flug? Angenehm, angenehm. Ja? Ja. Wir sind gut gelandet. Das war echt ein entspannter Flug. Wir haben beide, glaube ich, ein bisschen geschlafen. Jetzt fahren wir mit dem Zug erstmal ins Hotel und dort planen wir dann, was wir heute Abend machen werden. Wenn wir im Hotel sind, werde ich euch erstmal genau erklären, was wir die nächsten Tage machen. Auf jeden Fall wird das richtig cool, glaube ich. Wir müssen anscheinend warten, bis wir unser Zugticket kaufen können. Wir haben schon wieder Scheiße gebaut. Jetzt geht's schon wieder los, Leute. Wir wollten jetzt ganz bodenständig mit dem Zug vom Flughafen die 40 Kilometer zum Hotel fahren. Dann kaufe ich halt die beiden Zugtickets. Ne? Ich habe gedacht, das wäre so ein ganz normaler Zug, der so alle 20 Minuten fährt, so wie es eigentlich typisch ist beim Flughafen. Habe ich natürlich schon bezahlt, 66 Euro für uns beide. Der nächste Zug fährt in 1,5 Stunden. Das heißt, wir hätten für die 66 Euro eigentlich auch Taxi fahren können. Und jetzt müssen wir nochmal 1,5 Stunden hier warten. Warte mal, es ist 17 Uhr. Der Zug fährt in 2,5 Stunden. Alter. Nee, wirklich? Das ist doch kacke. Das können wir doch nicht bringen. Schlusswort. Also wir haben auf jeden Fall unser Ticket stornieren können. Ehrenmann! Deswegen fahren wir jetzt mit unserem Shuttle oder mit dem Taxi, müssen wir gleich mal gucken. Jona, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren gerade zum Hotel. Wir haben jetzt noch ein Taxi genommen. Müssen wir mich schön weit wegsetzen. Um 17.30 Uhr ist eine Parade, die schaffen wir leider nicht. Aber 18.30 Uhr bis 20 Uhr ist das Marvel Buffet Dinner. Oha. Oh baby, baby, you like it raw. Make me stand up like a round of applause. And take it all off, take it all off. The price of admission was feeling like the boss, yeah, every time I make a sale. So Michael Scott, cause I always leave a paper trail. I am on a mission. Leute, wir sind angekommen. Und jetzt checken wir erstmal ins Hotel ein. Hi. Ich habe gerade schon mit einer netten Dame von Disney telefoniert. Es ist nicht schlimm, dass wir ein bisschen zu spät sind. Gleich gibt's erstmal Essen. Oh, ist das geil. Das Wetter ist gut. Und ich habe gerade 115 Euro für Taxi ausgegeben. Alter. So, wir haben jetzt gerade eingecheckt. Und jetzt gehen wir so, wie wir sind. Erstmal was essen, weil wir haben so verdammt doll Hunger. Nur im Scheiß geworden. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt angekommen und hauen uns jetzt erstmal so Plauze voll, weil wir haben so Knast. So Knast? Knast. Na, heißt das so? Ja. Guckt euch das mal an, Leute, wie viel Essen es hier gibt. Damn. Damn! Enjoy yourselves. Mach ich. Lol. Hammer geil. Nice to meet you. Hi. Jonah. Oh, yeah. It's nice to meet you, Captain Merrick. I'm Jonah. This is the video, so... Alright. Just pause a little bit. Yeah. Should we do a nice action shot? Action shot. Yeah. Ja. Wir waren nun essen und jetzt gucken wir mal ins Zimmer rein. Ich bin sehr gespannt. Wir mussten gerade so weit laufen, das Hotel ist so riesig. Wir hätten uns so safe verlaufen. Das ist unglaublich. So. Hä? Das verarscht mich voll. Es leuchtet grün. Jetzt. Warte. Shine bright, take a time. Wow. Und wir haben zwei große Betten, Alter. Woo. Es ist halt kein Hightech-Hotel, sag ich mal, aber es ist halt so ein Kinderding auch so ein bisschen, ne? Guck mal, wie der Tisch und so aussieht. Ich würde gern hier schlafen. Dann schlafe ich da. Gut kombiniert, Watson. Wenn sie sagst, wären wir drei Leute. Hi, hi, hi! Jenna! Was machen wir heute? Hey! wir gehen jetzt erstmal frühstücken gleich. Beziehungsweise wir gehen jetzt... Ich habe mich gerade echt erschrocken. Ich habe gerade zum Spiel angeguckt. Dafür gibt es um 12.15 Uhr einen Brunch von Disney. Und da gehen wir jetzt gleich hin. Also erstmal ab in den Park. Wo fange ich an? Also, gestern Abend sind wir angekommen. Tim ist das erste Mal geflogen. Das war auf jeden Fall mega spannend. Dann sind wir angekommen, haben ein richtig, richtig, richtig krankes Buffet gehabt. Davon die Bilder habt ihr ja schon gesehen.
danach waren wir abends noch bei der Disney Illumination Show. Das heißt, auf das Disney-Schloss hier wurde mit so Projektionen und Feuerwerk und so weiter so eine richtig coole Show gemacht. Das war mega cool. Das habe ich kurz vom Handy gefilmt, das könnt ihr jetzt hier einmal sehen. Anschließend waren wir gestern Abend dann noch um 12:30 oder so, sind wir noch in so einen Club gegangen, der tatsächlich da vorne in dem Disney Village ist. Und da haben wir feiern. Bis um 3:30? 4? Da habe ich leider nicht gefilmt. Sollten wir heute Abend nochmal hingehen, werdet auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen sehen, wie wir ein bisschen Party machen. Heute geht das richtige Programm erst los. Das Event, zu dem wir eingeladen wurden, hier heißt Marvel Summer of Superheroes. Heute den ganzen Tag über haben wir Freizeit und können den Park angucken. Die Sonne scheint leider nicht, aber ansonsten glaube ich, das wird ein richtig schöner Tag. Und jetzt kommen erstmal ein paar coole Bilder und jetzt gleich gehen wir erstmal lunchen bzw. brunchen. Like Jack Nicholson, sitting courtside with the shades. Used to be so high up in the crowd, I couldn't see the game. Dreaming of the day when I finally quit my day job. Look how far we came, dog. Hard work finally paid off. Do you believe? Do you believe? Do you believe things gonna be alright? Every time, but every time, yeah. Michael, a Limp Bizkit. This life's great and my friends told me do not risk it. It ain't worth it, these pipe dreams could be so distant. It's like I'm Lloyd Christmas. I guess I gotta be dumb to look at my choices and try to act like I'm not privileged. I got slinging, so don't tell me I'm not driven. Cause while most of my friends are trying to pay their student loans, I just write this rap and already pay for my future home. Plus I'm what you... Wir hatten jetzt gerade ein nices Buffet. Wir haben jetzt Deluxe Fastlane Tickets und deswegen können wir uns jetzt ein paar coole Achterbahnen suchen. Let's go! Hi! Wally ist so süß! Driving through the city in my Eldorado. Plus my girl look like a young Winona, she a supermodel. I just keep it real, all these rappers are the wives on Bravo. Went from heaven, not and now I'm feeling like I won the lotto. Do you believe? Do you believe? Do you believe? To have the Avengers assemble in Disneyland Paris for the first time ever. Merci d'accueillir. Please give a warm welcome to the Marvel Superheroes. Alles klar, Leute, das war jetzt gerade die Eröffnungsshow von dem diesjährigen Marvel Summer of Superheroes. Wir gehören zu den ersten 1400 Leuten, die das erst... Ich kann gerade echt nicht reden, Digga. Ich bin nervös, das ist alles so neu für mich. Wir gehören zu den ersten 1400 Leuten, die in den Park dürfen und die jetzt hier, obwohl der Park eigentlich schon zu hätte, mit den Attraktionen fahren dürfen. Außerdem gibt es Essen und Trinken umsonst und das ist so krass. Ich habe eben schon die Ochsenknecht-Brüder gesehen und so weiter, also auf jeden Fall sind hier so ein paar Promis. Und ich fühle mich echt ziemlich unbedeutend hier, aber es ist trotzdem cool. Und die sehen alle so wichtig aus, das ist verrückt. Es wird ein geiler Abend. Wir können jetzt noch 3 Stunden lang hier einfach Karussell fahren. Später gibt es auch eine Show, eine coole Sache, deswegen gucken wir einfach mal. Es gibt Kokosnüsse! Hey, hey, she said, do you love me? I told her, you don't.
Tot. Leute, das war echt ein mega krasser Abend. Das war so verdammt schön. Ihr habt die ganzen Bilder jetzt gerade wahrscheinlich schon gesehen. Ich fasse mal kurz zusammen. Da war eine DJ-Bühne. Wir hatten eine richtig coole Show. Es gab Getränke und Essen umsonst. Da waren coole Leute. Wir haben Jay und Sammy kennengelernt. Richtig, richtig liebe Menschen. Und der Abend war einfach richtig geil. Ein richtig schönes Wochenende bis jetzt. Leute, das war's mit dem Disneyland. Wir fahren jetzt zurück nach Hause, beziehungsweise wir fahren zum Flughafen und fliegen dann. Das hier ist unser Bus, nur für uns. Und der fährt uns jetzt zum Flughafen. Wir sind echt mega, mega müde und fertig, weil meine Beine tun so dermaßen und so weiter. Ich will nicht rumheulen. Es war ein richtig, richtig schöner Trip. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Disney. Falls ihr Bock habt, auch ins Disneyland zu fahren, ich verlinke einfach mal die Website unten. Ich bekomme kein Geld oder so dafür, keine Ahnung. Ich sag das zu sich einmal. Wir sehen uns zu Hause. Dann sage ich vielleicht mal ein, zwei Worte. Hey, ich bin wieder zurück zu Hause. Ich bin gestern, wann bin ich angekommen? Vorgestern. Ich bin schon seit 2 Tagen wieder zu Hause oder seit 1,5 Tagen. Rückblickend kann ich nur noch mal sagen, das war ein richtig, richtig toller Trip. Vielen Dank nochmal an Disney. Echt, ich bin sehr dankbar dafür. Das hat wirklich Spaß gemacht. Tipp ist unten verlinkt, schaut gerne bei mir vorbei. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr hier machen. Außerdem würde ich mich auch über einen Kommentar freuen, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr mich supporten wollt und so weiter. Kommentare sind immer wichtig. Genauso wie Likes, also gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Und ja, ihr könnt noch ein letztes Video hier gucken. Und jetzt habt ihr noch kurz Zeit, das zu machen. Und ich warte hier noch kurz. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.